Und da sind wir auch wieder mit Apollo Justice, Ace Attorney. Heute lernen wir unseren Mandanten kennen mit unserem letzten Fall hier. 7. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Wir warten hier jetzt schon 20 Minuten. 20 Minuten, verdammt nochmal. Damit kann ich eine ganze Anime-Folge gucken. Vielleicht sollte ich mal beschweren? Die Wache hat sicher Besseres zu tun, als herumzustehen und uns zu ignorieren. In dem Moment, in dem wir uns aufregen, taucht die Mandantin auf. So ist das immer. Wie wenn man Hallo Kellner ruft und er steht direkt hinter dir? Hallo Herr Wachmann? Dauert es noch sehr lange mit unserer Mandantin? Wovon reden Sie da? Hat Ihre Besprechung nicht schon lange begonnen? Was? Nanu? Wo kommt sie denn her? Okay. Also, egal. Setzen Sie sich doch bitte. Na, das ist doch auch ein süßes Ding. Hallöchen. Scheint aber nicht gerade gesprächig zu sein. Ich bin nervös, Apollo. Das kommt vom Schweigen. Das macht einen immer ganz verrückt. Ja, nicht, dass wir das hier mit meinen Videos für ein Problem hätten mit dem Schweigen, oder? Du könntest doch was dagegen unternehmen, Trucy. Du bist doch hier die Zauberin, oder? Stimmt, okay. Noch nein, nicht du schon wieder. Ich bin der unglaubliche Herr Hut. Sie ist ohnmächtig geworden. Fräulein Zauberunterwäsche wäre vielleicht besser gewesen. Es sind Zauberhöschen, Apollo. Na dann. Stimme mal ordentlich. Okay. Vorstellungen. Hallo. Also, ich bin Ihr Anwalt. Ich denke, das ist Schicksal, wissen Sie? Apollo, was laberst du für einen Scheiß? Da würde ich auch nichts zu antworten. Und mit Schicksal meine ich Vorsehnung. Wussten Sie, dass ich ein guter Astrologe bin? Welches Sternzeichen sind Sie? Wenn du möchtest, sage ich dir meins, Apollo. Nein, schon gut. Ich habe mich wohl gerade etwas hinreißen lassen. Irgendwie bekomme ich immer die schwierigen Mandanten. Ja, mit den Leichen wäre es ja auch total easy und langweilig. Ihr Name? Also, wie heißen Sie? Oh, stimmt. Ich sollte mich wohl zuerst vorstellen. Ich heiße Apollo. Apollo Justice. Und ich bin Trucy Wright? Ich weiß. Das bringt uns alles nichts weiter. Der Fall. Hey, ich weiß. Können Sie uns vielleicht sagen, was passiert ist? Immerhin bin ich Ihr Anwalt. Ist in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Lass mal nachdenken. Unsere Mandantin sitzt im Knast. Überhaupt nichts Ungewöhnliches ist passiert. Nein, überhaupt nicht. Boah, Apollo, im Moment will ich hier einfach nur einen Kopfschuss geben. Mich hat neulich ein Tourist nach dem Weg gefragt. Später, Shusi. Später. Ich würde gerade auch gern jemanden nach dem Weg fragen. Tja, das war ja ganz schön unergiebig. Immerhin weiß ich jetzt, wie sich echte Verzweiflung anfühlt. Gut gemacht, Apollo. Guck mal, sie macht ihre Nägel. Und wie hat sie das Ding überhaupt in den Knast bekommen? Was? Sind jetzt etwa schon Nägel wichtiger als Anwälte? Ist es schon so weit gekommen? Lass uns gehen, Trucy. Entschuldigung. Könnten Sie das hier bitte lesen? Sicher. Ich fühle mich wie ein Teenager beim ersten Date. Nicht, dass ich ein erstes Date gehabt hätte. Okay, genug Mitleid erregt. Und das muss der Liebesbrief sein, den wir unter der Schulbank getauscht haben. Und ich hab doch nie eins bekommen. Okay, genug. Das war jetzt genug, wirklich genug Mitleid. Lass den schmachtenden Blick und lies ihn endlich, Apollo. Das
Das ist eine Visitenkarte mit Name und Adresse. Der Name ist Vera Mischem und die Adresse ist vom Studio Drew. Veras Visitenkarte zurecht, sagt hinzugefügt. Visitenkarte der Angeklagten. Die Adresse des Studio Drew steht auf der Vorderseite. Okay. Und Sie geben mir diese Karte, weil? Tja. Sieht aus, als wäre es das hier gewesen. Ob das Studio Drew wohl der Tatort ist? Lass es uns herausfinden. Alles klar. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Ja, wir gehen, glaube ich, direkt zum Tatort, würde ich mal sagen. Ja. Studio Drew. Drew. Oh Gott, ich hasse dieses englische Wort. 7. Oktober. Und wenn man Oktober nicht mehr richtig aussprechen kann, dann hat man echte Probleme. 7. Oktober. Studio Drew. Das ist aber eine sehr merkwürdige Musik. Keine Ahnung. Irgendwie gibt sie mir Gänsehaut. Wow. Das sieht ja aus wie ein richtiges Studio. Das ist, als ob das Leben die Kunst nachahmt. Oder vielleicht andersrum. Das Band da auf dem Boden, das stört ein bisschen. Sieht aus, als hätten wir den Tatort gefunden. Apollo, sieh dir die vielen Gemälde an. Hey, nicht anfassen. Schon okay, ich sehe sie mir nur an. Was soll das denn sein? Das wiederum ist schön. Und das scheint irgendwie nicht ganz fertig. Huch, Apollo, sieh dir dieses Gemälde an. Sieht halb fertig aus. Die Rohskizze darunter ist immer noch zu sehen. Aber das ist seltsam. Die Rohskizze passt nicht zum Rest des Gemäldes. Ja, das stimmt. Das ist seltsam. Drew Mishams Gemälde, zurecht sagte hinzugefügt. Alle drei? Ach du Kacke. Porträt. Aus dem Studio, Drew. Das Ding in der Mitte soll eine Person darstellen. Ach echt? Meine Fresse. Das nennt man wohl abstrakte Kunst oder sowas. Sowas kann ich doch auch. Acrylbild. Aus dem Studio, Drew. Eine Unterwasserszene in lebhaften Farben. Ja, die fand ich ja noch richtig cool. Finde ich cool. Landschaft. Aus dem Studio, Drew. Nur halb fertig. Die Rohskizze ist noch zu sehen. Ja, und sieht ein bisschen strange aus. Naja, was soll's. Die Gemälde haben außerdem verschiedene Stilrichtungen. Ah, ich dachte mir schon, dass ihr beiden hier zu finden seid. Emma, lange nicht gesehen. Oh, mir kommt es vor, als würden wir uns viel zu oft begegnen. Ich wette, ich weiß auch, warum ihr hier seid. Du weißt von der morgigen Prozesssimulation? Ich habe davon gehört, sicher. Herr Wright hat also dich ausgewählt, wie? Wir wissen nicht einmal, worum es bei diesem Fall geht. Nun, er wurde umgebracht. Der Künstler, dem dieses Studio gehörte. Herr Drew Mischem. Mischem? Und seine Tochter wurde verhaftet. Ja, wir haben sie gerade in der Strafanstalt gesehen. Das war irgendwie seltsam. Sie wirkte eher wie ein Opfer und nicht wie jemand, der einen Mord begehen könnte. Was du nicht sagst. Nicht einmal durch Vergiften. Weißt du, das war hier nämlich der Fall. Vergiften ist eine Methode, die häufig von weiblichen Tätern angewendet wird. Vergiften? Wie auch immer, Herr Wright sagte mir, dass ihr kommen würdet. Ihr könnt euch gerne umsehen. Ich bin dort drüben, mit meinen Snackus. Wir dürfen diesmal mit keinem reden, der mit dem Fall zu tun hat. Was bedeutet, dass wir so viel wie möglich am Tatort rausfinden sollten. Oder sonst wie. Dann werden wir so ein bisschen mal reden. Das Opfer. Also, dieser, Drew Mischem war eine Art Künstler? Offensichtlich. Er machte viele Illustrationen für Bücher, soweit ich weiß. Er hat auch viele weibliche Fans, wenn du mich fragst. Oh, ja, seine Sachen sind ziemlich gut. Dieses Ölgemälde da drüben zum Beispiel.
Ja. Das war übrigens keine seiner Illustrationen. Wie? War es etwa ein einzelnes Gemälde oder so? Meint sie das? Er war ein komischer Kauz, dieser Mishem. Keinem hat er sein Gesicht gezeigt, bis zum Schluss. Was meinst du mit keinem? Er hat sich hier im Studio anscheinend eingeschlossen. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt waren Briefe, die er in den Briefkasten dort gesteckt hat. Briefe? Schreiben manche Leute tatsächlich noch Briefe? Was willst du denn damit sagen, Apollo? Ich meine, wann hast du das letzte Mal einen richtigen Brief geschrieben? Nutzen die meisten Leute denn nicht E-Mails oder sowas? Nicht mehr Herr Mishem. Wie es aussieht, konnte er Technik nicht ausstehen. Er erledigte alles per Post. Vielleicht dachte er, das sei der künstlerische Weg, weißt du? Briefkasten, zu Rechtsakt hinzugefügt. Damit hätten wir auch schon die erste Seite vollgepackt. Briefkasten, Drew Mishems Kontakt zur Außenwelt. Er ist leer. Aha. Jedenfalls war die einzige Person, die außer ihm hier Zutritt hatte. Seine Tochter Vera. Oh, du meinst die Mörderin? Die Verdächtige, bitte. Wir haben natürlich einige Fingerabdrücke genommen. Wir haben hauptsächlich nur Abdrücke von Herrn Mishem und von Vera gefunden. Hauptsächlich? Ja, denn gestern Abend gab Herr Mishem zum ersten Mal einem Reporter ein Interview. Anscheinend ist es während des Interviews geschehen. Sein erstes Interview überhaupt? Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, was in der Mordnacht alles passiert ist? Die Angeklagte. Also, diese Frau, Vera, ist Herrn Mishems Tochter? Jip, ein wirklich kränkliches Mädchen, seit sie klein war. Sie ging kaum nach draußen. Sie strahlte irgendwie eine Aura der Zurückgezogenheit aus. Sie wurde von ihrem Vater zu Hause unterrichtet, wie es scheint. Es gab eine ziemliche Szene, als sie zur Strafanstalt gebracht wurde. Sie schrie und tobte, sie würde sterben, wenn sie nach draußen gebracht würde. Das hört sich nach einer wirklichen Szene an. Letztendlich willigte sie ein, als ihr erlaubt wurde, ihren Glücksbringer mitzunehmen. Ihren Glücksbringer? Anscheinend gab ihr der Glücksbringer den Mut, nach draußen zu gehen. Warum habe ich eigentlich keine normalen Mandanten? Aber warum sollte die eingesperrte Tochter ihren eigenen Vater ermorden? Sieh mich nicht so an. Also, das Gift, es wurde in seinem Kaffee gefunden, oder? Nein, nicht ganz. Nicht ganz? Was soll das heißen? Ich denke, das heißt, sieh selber nach. Die Nacht des Verbrechens. Wie ich schon sagte, gestern Abend kam es zum ersten Mal jemand von draußen in dieses Studio herein. Geheimnisvolle Maler, die sich nie zeigen, geben wohl eine gute Story ab. Und er starb zufällig an dem Abend, als er sein erstes Interview gab? Jeden Abend gegen 21 Uhr machte Vera ihm einen Becher Kaffee. Gestern trank er seinen Kaffee und plötzlich ging es ihm sehr schlecht. Und er starb? Sie vergiftete ihn am Abend des Interviews? Hätte das der Reporter nicht gesehen? Er befand sich nicht in Herrn Mishems Nähe, als sie den Kaffee brachte. Er untersuchte einige Dinge im hinteren Teil des Raumes. Angeblich hat sie ihn deshalb nicht bemerkt. Es war der Reporter, der die Polizei gerufen hat. Warte, aber warum wird sie überhaupt verdächtig? Wenn hier jemand verdächtig ist, dann doch der Reporter. Aber der Reporter befand sich nie in der Nähe von Herrn Mishems Café. Sogar Vera hat das zugegeben. Trotzdem möchte ich mehr über diesen Reporter erfahren. Gut, jetzt haben wir geredet, jetzt untersuchen wir mal. Und zwar gucken wir uns erstmal das ganze Zeug da hinten an. Ich würde mir diese Gemälde gern genauer ansehen.
Ich liebe Ölgemälde, weißt du, warum die so dick sind? Sagt man das so? Diese Gemälde sind alle trocken. Ich finde es erstaunlich, wie verschieden sie doch sind. Ja, und was ist mit dem halbfertigen Gemälde hier? An dem Gemälde wurde wohl gerade gearbeitet. Die Rohskizze ist noch zu sehen. Und das ist das Seltsame. Der skizzierte Teil passt nicht zum fertigen Teil. Das habe ich gesehen. Das ist seltsam. Okay. Aber da hinten versteckt sich doch was. Hey! Da hinten ist ein Gemälde versteckt worden. Hey! Das ist natürlich Apollo. Hey, du hast recht. Und wenn es ein peinliches Gemälde ist, das niemand sehen soll? Dir gefällt diese Idee offensichtlich. Huch, es ist so gewöhnlich. Nichts, worüber man sich aufregen müsste. Hä? Was ist Apollo? Nun, sieht dieses Gemälde nicht aus wie... Na egal. Ich hole hier lieber eine professionelle Meinung ein. Verstecktes Gemälde zu Rechtsakt hinzugefügt. Okay, ja, sieht schon irgendwie ein bisschen verdächtig aus. Im Studio Drew gefunden. Interessant ist der große Pfirsich im Vordergrund. Naja, egal. Dann gehen wir mal zum Kaffeebecher. Ah, das ist der Kaffeebecher des Opfers. Aha, das Gift war also da drin. Das ist das erste Mal, dass ich einen Becher mit echtem vergifteten Kaffee sehe. Das will ich doch hoffen. Vergifteter Kaffee. Eigentlich nicht ganz. Was meinst du damit? Im Kaffee wurde keine Spuren von Gift gefunden. Was? Den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Denn offiziell stehe ich ja nach wie vor nicht auf eurer Seite. Kaffeebecher zu Rechtsakt hinzugefügt. Okay, dann schauen wir uns den doch mal an. Der letzte Becher Kaffee des Opfers. An der Seite befindet sich Mishims Unterschrift. Okay, da fällt doch schon etwas auf. Hey, guck mal! Dieser Fleck sieht nicht sehr gesund aus, Apollo. Ob das wohl Blue Mountain ist, von dem derzeit alle reden? Ich glaube, dass selbst Blue Mountain Kaffee nicht so blau ist. Nein, dieser Fleck ist eher... ich frag lieber Emma. Okay, dann präsentieren wir das noch. Wir gehen erstmal hier raus. Präsentieren den Kaffeebecher. Emma, dieser Becher. Da ist ein hellblauer Überrest am Rand zu sehen. Hä? Das! Ja, nun, es ist nur ein Gerücht. Aber ich habe von einem Kaffee gehört, der Blue Mountain heißen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kaffee selbst nicht blau ist, Emma. Ah, richtig. Okay, du hast mich ertappt. Das ist ein Rest von einem Testspray. Wissenschaftliche Ermittlung? Ich wusste, dass sein Hobby etwas damit zu tun hatte. Das ist kein Hobby. Also, welche wissenschaftliche Ermittlung wolltest du hier durchführen? Dieses Spray hier. Es färbt sich blau, wenn es mit Gift in Berührung kommt. Das Gift, das das Opfer tötete, war also auf diesem Becher? Das ist richtig. Seht ihr? Es war nicht im Kaffee. Der Mörder trug es am Rand des Bechers auf. Wow! Wissenschaft ist verblüffend! Aber sowas von. Sie ist durchaus hilfreich. Vielleicht möchte uns Emma ein wenig mehr helfen. Du solltest versuchen, ihr Honig um den Mund zu schmieren, Apollo. Man sagt doch, Schmeicheleien führen zum Ziel. Es schadet jedenfalls nicht, noch länger mit ihr zu reden. Ja, was wir mehr über diesen Kaffeebecher erfahren werden, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dann.